Ja, moin zusammen. Ich bin's Nico von der Firma Menching. Ich melde mich heute mal vom Acker. Und zwar wollte ich auf die Problematik des nassen Frühjahrs mal einmal dieses Jahr hinweisen. Also selten so ein nasses Frühjahr gehabt wie hier. Habe ich noch nie erlebt. Das stellt uns Landwirte natürlich auch vor einer großen Herausforderung. Wir haben bei uns selber sandigen Lehm bis tonigen Lehm, schweren tonigen Lehm. Und überwiegender Mais war jetzt dieses Jahr sehr schwierig reinzukriegen, weil das Zeitfenster sehr kurz ist aufgrund der Befahrbarkeit bei diesen Flächen. Weil wenn es einmal reinregnet, ist Befahrbarkeit gleich erstmal wieder null für die nächsten 2-3 Tage. Wir stehen jetzt auf unserem schlimmsten Schlag in dem Sinne. Das sind 8,5 Hektar schwerer Lehmboden. Und wir konnten hier einmal nur umzufahren, Mais legen. Und dann kam 24 mm Regen in einen Schlag runter. Und dann hatten wir in den letzten Wochen immer wieder mal 1-2 Tage vielleicht trocken oder so. Und dann kam wieder massiver Regen von oben, sodass keine Befahrbarkeit begeben war. Wir versuchen jetzt heute in dem kleinen Zeitfenster die Fläche jetzt gerubbert zu bekommen und eventuell heute Abend noch den Mais reinzukriegen, da morgen auch schon wieder Gewitter gemeldet ist. Zeitgleich ist natürlich der Mais, der vor 3-4 Wochen gedrillt wurde, muss jetzt auch wieder gleichzeitig gespritzt werden gegen Unkräuter und so weiter. Wir halten euch auf dem Laufenden, es wird jetzt ein stressiger Tag werden. Firma Menching, wir schaffen was.